Hey, hey, GameCat hier. Willkommen zurück. Joa, also, ich glaube, einen haben wir noch. Ich glaube, den da oben haben wir noch nicht, den anderen Feuer-Typsi, genau. Komm ran hier, Kollege. Gibt's Feuerspucken? Mal schauen, ob du. Nein, das ist kein Feuer-Pokémon. Ich meine, nah dran, aber auch weit, weit weg. Ja, sehr schön. Weißt du, wir wechseln mal das Pokémon, weil ich muss dir eigentlich langsam mal dein Dingens abnehmen, weil es wird langsam ein bisschen sehr viel, weißt du? Mega-Heap! Oh, das bringt ja gar nichts. Pfund? Oh, das bringt ja noch weniger. Fegekick? Ja, Fegekick schon eher. Sweet. Aua, ja. Nein! Hör auf! Dass die immer wieder damit kommen, ey, wirklich. So, Totti, dann gib mal. Jetzt nehme ich die mal weg und dann gucken wir mal, ob wir irgendwas haben, was gut ist für Feuer oder Eis. Je nachdem. Mal schauen. Frosttafel, ja. Also, wir hätten eine unserer 5 Millionen Tafeln können wir auf jeden Fall abgeben. Ja, dann gebe ich dir die erstmal. Dass wenn du einem Pflanzen-Pokémon begegnest und ja, um dein Leben kämpfen musst, dass es dann mindestens richtig reinhaut. Mit der Attacke. So, du wirst bestimmt auch wieder gegen mich kämpfen wollen. Ja, natürlich. Was ist die Nacht? Die Nacht ist stark? Die gleich stark. Biss. Wieso dauert das so lange, bis du mal angreifst, Honey? Oh, schon besser. Ja, ich möchte meinen Pokémon immer noch wechseln. Ich möchte jetzt. So, Fegekick! Schön. Jo. Dann wollen wir jetzt auch langsam mal einen von euch nach vorne nehmen. Ist eigentlich erstmal nicht ganz so. So, tauschen wir es erstmal so. Ja. So. Dann gucken wir mal. Ich glaube nicht, dass wir. Oder doch, 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 es ist. Was? Ach so, ja, schon klar, schon gut. Dann wollte ich. Ja, sehr gut, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Okay, warte, dann muss ich jemand anderen nach vorne nehmen. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Egelsamen könnte ich maximal verwenden. Ja, dann muss ich die Killer. Obwohl, nee. Darf ich jetzt überhaupt haben? Ich bin gerade überhaupt nicht mehr sicher. Wenn wir am Käferturnier teilnehmen. Doch, doch, ein Pokémon dürfen wir haben, oder? Vielleicht täusche ich mich auch, keine Ahnung. Heute ist Donnerstag. Das heißt, heute findet das Käferturnier statt. Die Regeln sind einfach. Fange ein Käfer-Pokémon mit einem deiner eigenen Pokémon. Das Käfer-Pokémon wird dann von der Jury bewertet. Möchtest du es versuchen? Oh ja. Oh, du hast mehr als deine Pokémon dabei. Ja, klar. Dankeschön, 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 Dankeschön. Ja, das Ding ist ja, ne, dass wir es wahrscheinlich. Also, die können es ja nicht bewerten. Es muss ja nicht mal ein Feuer-Pokémon, sage ich schon, ein Käfer-Pokémon sein, was wir hier fangen. Und. Es ist ein einfaches Raupi. Okay. Also, vielleicht gelten hier auch andere Regeln, keine Ahnung. Wir können jetzt erstmal nur. Wobei. Nee, ich mache lieber einfach Egelsamen und werfe Bälle nach dir. Ja, super. Schön, schön. Würmchen, wie nenne ich dich denn? Gucken wir, haben wir da noch was? Ich schau mal kurz. Ach so, jetzt darf ich noch nicht. Okay. Gut, dann sind wir auf jeden Fall fertig. Gib mir meine Pokémon zurück. Ja. So, wir bewerten. Die Gewinner stehen fest. Ich bin bereit. Klirk. Pinsir. Na, ist klar. Du hast schon wieder Klirk. No, alles Klirks, ey. Es ist nicht ein Verkäufer. Natürlich hast du einen Sichler, ist klar.
Egal, wir haben noch eine Wechselhülle. Was war Ham Hamba? Ja, ich möchte Rapier einen Spitznamen geben. Und zwar nenne ich dich... Ich nenne dich nur Knolle, aber es sollte eigentlich Knollenpampenspachtler werden. Aber das passt natürlich nicht. Ja. Willkommen in der Box. So, ist hier nachts etwa niemand oder muss ich jetzt einfach nur noch mal kurz gehen und dann wieder reinlaufen, dass hier die Leute sind? Oh. Ja, ja, okay, wunderbar. Es ist natürlich schön, wenn man seinen Pokémon aus dem Pokéball lassen und mit ihm spazieren gehen kann, aber wenn du es in den Pokéwandler überträgst, eröffnen sich nochmal ganz andere Spielmöglichkeiten. Ja, aber nein. So, jetzt mal hergehört, Herrschaften. Oh, Entschuldigung, ich muss echt mal dieses Lehrergehabe loswerden. Du bist ein Pokémon-Trainer, stimmt's? Ja, durchaus. Dankeschön, Flinklaue. Es ist schön, wenn es wirklich eine Flinklaue ist, weil ich mag die Flinklaue. Ja, ich weiß, was sie tut. So, den Rest von euch ignoriert ihr. Achso. Du bleibst übrigens jetzt auch erstmal nicht vorne. Du bist ja schon Level 20. Dann kommt Angel immer nach vorne. Während wir hier... Irgendwo war hier ein Eingang. War schon wieder 12 Jahre her, dass ich das letzte Mal hier lang gelatscht bin. Irgendwo ging es... Irgendwo ging es rein. Ja, ich... Nein, lass mich. Nee, okay. Aber ich glaube, mit dir konnte ich reden, weil du willst nicht gegen mich kämpfen. Oh, ich? Man merkt es vielleicht nicht sofort, aber mein Körper ist überall mit Pokéwalkern beladen. Wenn ich mit diesen Dingern durch die Gegend spaziere, klappert und rasselt es immer ganz durch. Okay. Die ist ein wenig merkwürdig, hm? Ich habe meine Faust entschlossen um den Pokéwalker geballt und bin damit durch den ganzen Park gehetzt, um Watt zu sammeln. Und jetzt bin ich fix und fertig. Hm. Es gab sogar früher so eine Tamagotchi-ähnlichen Dinger. Da war ein Pikachu drin und damit musstest du auch Watt sammeln, musstest du immer schütteln und sich um dein Pikachu kümmern. Das war richtig toll. Hm. Boah, ich hasse dieses Zickzack-Gelatsche. Das wird immer 100 Jahre länger. So. Da ist noch was. Erstaune. Okay. Hm. Ach Gott, mit. Ich glaube, das war es sogar. Mehr gibt's hier gar nicht. Nein, lass mich. Schlatsch. Auf jeden Fall haben wir hier noch einen Riesenhaufen an Trainern, die wir auf jeden Fall alle vermöbeln, bevor wir es wagen. Oh, ist wieder was Legendäres? Ja, natürlich, ist Entei. Wer auch sonst? Wer ist ein Biss? Biss? F.U. Oh, ein Feuerriegel. Da ist einer. Ja. Diese Pokémaniacs finde ich total scary. Ach nee, es ist nicht so ein Pokémaniac, aber trotzdem finde ich die scary. Ich nur mal erwähnen. Ach komm schon, es hätte jetzt ruhig reichen können. Da, Kadabra. Ja, so ein Kadabra wird mir nie wieder gefährlich. Also, voraussichtlich nicht. Höchstwahrscheinlich nicht. Ich hoffe nicht. Ah, Smogong, ist das dein Ernst? Ja, ein Kampf. Aha. Quaxo? Nee, wir können euch weitermachen. Ich habe schon ewig kein Quaxo mehr gesehen, ey. Sehr schön. Ist doch
auch Level 20. Nein, 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 nein. Ich bin ganz stolz auf mich, dass ich mittlerweile, also es ist noch nicht aus Versehen jemanden, jemand, dessen Nummer irgendwie bei uns habe. Nee, ich will hier eigentlich wieder raus. Gucken wir mal auf der Seite, wen wir da noch finden. Ich glaube, 1, 2 Leute sind es. Oh Gott, Mio ist so süß. Mein süßes Pokémon ist das entzückendste von allen. Mm-mm. Mm-mm. Hast du Mio gesehen? Nee, Knogger ist nicht so süß, wie du vielleicht denkst. Ganz ehrlich. Und ich weiß immer noch nicht genau, was für ein... Bist du Boden? Oder was genau bist du? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nein, nein, nein. Was wollen die denn alle? Ich finde es auch so eine sinnlose Funktion. Beziehungsweise ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum es nicht möglich ist, die Nummern wieder zu löschen. Weil es passiert so schnell, dass man das halt versehentlich macht. Und ja, dann hat man den Salat. Es ist halt, also ich meine, ich finde es okay, wenn uns unser bayerischer Freund, ich habe seinen Namen vergessen, anruft. So, das ist ja noch unterhaltsam, aber ich will nicht hören, was Käfersammler Ludwig gerade zum Mittag gegessen hat. Ich meine, warum sollte mich das auch nur im Entferntesten interessieren? Nee, es geht ruhig weiter. Nee, warte, Pegelkick immer noch. Zack. Jetzt wusste nicht, das Eis... Aber dann ist es Eis gegen... Achso, das ist Boden. Nee, warte. Achso, Kampf gegen Eis. Okay, weil ich Eis zerschlagen kann. Ja, vergiss mal was. Ich habe nicht aufgepasst, was es ist. Oh, Metronom ist eine spannende Sache. Metronom ist eine spannende Sache. Ich bin ehrlich gesagt kein großer Freund vom Wandler. Auf der anderen Seite könnte es irgendwie mal ganz praktisch sein, wenn man irgendwie mal einen Relaxo begegnet zum Beispiel. Wie viel Schaden machst du nochmal? Nein, also doch, doch, du sollst Metronom lernen. So, muss mal gucken, du warst 80 und du, ja, dann vergiss das halt. Metronom! Oh, meine Güte, lass mich doch mal in Ruhe. Was seid ihr denn für Leute? Creepy. Creepy Dudes, echt. Dab, 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 dab. So. Wir werden übrigens wahrscheinlich also nie unsere Bälle abholen von Kurt. Es sei denn, wir haben fliegen gelernt. Also es dauert aber noch einen Moment, deswegen. Ja. Mhm. Was bist du? Bist du Stahl? Ich glaube, du bist Stahl. Wenn du Stahl bist, bist du nicht. Ich weiß nicht, was du bist. Ich weiß nicht, was du bist. Vielleicht bist du Wasser? Kein Blassen. Ah! Meine Güte. Hör mal auf, Hässlichkeit. Okay, Geralt. Das war Käferbiss. Du bist doch kein... Du bist doch kein Käfer. Oder doch? Ich weiß nicht, was du bist. Also, du siehst ja auch einfach so nichtssagend aus. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und... Ja, ja, es ist ja gut. Hä? Du hast also Käfer-Pokémon. Also es ist doch Käfer. Wenn es Käfer ist, dann kann ich es abfackeln. Dann kann ich es abfackeln. Paralysiert war klar.
Komm schon, Baby. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Frosthelga. Nee, wir können es erstmal weiterkämpfen. Warum ich auch keinen Supertrank dabei habe, ist so dumm, ey. Oh Mann, ey. Ich hab gerade richtig Schiss, ne? Okay. Sichlor. Ich muss weiterkämpfen. Ich gucke aber auch gleich mal, ob ich irgendwas gegen Paralyse habe. Lavakeks. Was macht Lavakeks? Lavakeks würde alles tun. Aber ich glaube, wenn wir jetzt. Wir dürfen ja jetzt erstmal anfangen, dass wir Flammenrad machen. Trugschlag. Hässlichkeit. Ja, schön bis tot. Gut, wir haben es geschafft. Ganz wunderbar. Hässlichkeit. So, hier können wir wieder was fangen. Und dann. Das ist der Schneider, haben wir auch schon gelernt. Und dann können wir da unten auch nochmal was fangen. Okay, ich werde jetzt einfach den Rest unserer Tränke benutzen. Jetzt sind alle schon, ne? Doch, Geralt braucht es. Geralt braucht es definitiv. Und wir müssen sowieso dann einkaufen vor dem nächsten Ding und sich für einfach nur sicher gehen. Timo, unsere Geheimwaffe, und dann ist gut. So. Oh, warte, wir haben Eisen. Wir haben Eisen. Keine Ahnung, wo wir das aufgesammelt haben. Einsetzen, keine Ahnung, Timo, weil du gerade vorne bist. Es kriegt immer der rein zufällig vorne ist. Da muss ich doch nicht drüber nachdenken. So, dann. Ich meine, gut, jetzt wärst du vorne gewesen, aber in der Sekunde, wo ich das gesehen habe, warst du das nicht. Also, Honey, wie geht es dir? Verwundert im Waldesinnere. Ja, verstehe ich. Na, ich glaube nicht, dass du gegen jede Art von Pokémon-Trainer gewappnet bist. Jedenfalls nicht gegen mich. Ganz sicher nicht gegen mich. Ja, das war's schon. Nein, hör auf. Also ich weiß, ein paar von diesen Leuten geben dir auch Items. Aber, ein Pixie. Ein Pixie. Ich glaube, da hätten wir eine Chance, dass wir einfach nur ganz normale Kopfnuss machen können. Jesus. Okay. Wir machen das anders. Na, jetzt kann ich das Tröst gerade nicht einsetzen. Nein. Du bist ja normal. Das heißt, ich könnte auch Knochenkeule anwenden. Ja. Pixie, das. Du sollst. Also. Ich hasse es, wenn das passiert, wenn die sich verlieben in irgendein Pokémon. Das wird wahrscheinlich nichts. Okay, warte mal. Ich bin langsam zu heiß. Obwohl, es könnte mindestens ein bisschen. Naja, wohl ist es egal, ob du dich verliebst oder nicht. Das ist vollkommen egal. Egal, Timo, das müsstest du trotzdem machen. Siehst du, da geht's nämlich schon los mit den merkwürdigen Attacken. Ja! Boah. Pixie ist eine Fee. Mit seinen sensiblen Ohren kann es selbst entfernte Geräusche unterscheiden. Daher liebt es Stille. Ja, kann ich verstehen. Warte. Ich will dir einen Namen geben. Ja. Und zwar nenne ich dich Licht. Also eigentlich Lichtwolf JM, aber ich finde, für so eine Fee passt Licht ziemlich gut. Also dann willkommen
in der Box. Ich muss noch meinen Kram hier wegstreichen. So. Okidoki. Okidoki. So, dann haben wir das geschafft. Mir geht's gerade auch nicht so ultra, ne? Wie will ich das nochmal? So, schon besser. So, 35. Geil. Ja, ja, was. Mich zieht überall, zieht es überall dorthin, wo es Käfer-Pokémon gibt. Ja, wollen wir doch mal schauen. Das ist kein Käfer. Wirklich nicht. Ganz sicher nicht. Ganz, ganz sicher nicht. Oh! Geralt rennt weg. Geralt rennt weg. Weit, weit weg. Nein, man, jetzt hört mal auf. Was soll denn das hier mit euch? Ach, Geralt, das ist schwierig mit dir. Die seid ja auch alle irgendwie gerade ein bisschen fertig, kann das sein? Und wir rennen erstmal ins Poké Center, das bringt sonst nichts. Wo war denn hier mein Fahrrad? Wir können auch wieder was angeln, so ist nicht, aber. Mir ist gerade nicht nach Angeln. Vielleicht sollten wir auch den einen oder anderen Pokéball kaufen. So, als Idee. Ja, ja, mach hinne, mach hinne. Danke, danke, danke. Nein, lass mich. Oh. So, buddeln. Nee, so wollte ich eigentlich nicht. Meinte Pokémon. Theoretisch sind die ja in meinem Beutel. Oder in meinem Gürtel oder was weiß ich. So, das sind wir wieder. Das Kaufhaus von Dulcadia City hat ein sehr breit gefächertes Sortiment. Aber einige Items erhält man nur als Preis in der Spielhalle in der Stadt. Ja, ja, schon, aber... Mir geht's ja darum nicht. Mama ist eine echte Schnäppchenjägerin. Sie besorgt mir meine Items immer zu etwas günstigeren Preisen. Vielleicht hätten wir doch unserer Mom sagen sollen, dass sie uns Sachen kauft. Beziehungsweise für uns spart. Also eigentlich spart sie ja nicht. Sie fängt dann an, irgendwie Sachen zu shoppen. Von unserem Geld. Aber dadurch, dass es ja auch dass es irgendwelche Items sein können, hätten wir es vielleicht machen sollen. Naja, egal. Wenn wir fliegen, erinnere mich dran, wenn wir das können, wenn wir fliegen können, dass wir dann... da nochmal zur Mom gehen. Ich habe nicht zugehört. Ich komme nicht vorbei. So. Okay, eins höher. So, ja, ich möchte kaufen. Davon ganz viele, aber erstmal will ich eigentlich Pokébälle kaufen. Tschüss. So. Genau, genau, genau. Hyperbälle. Und ich könnte... Oh, die sind teuer, ey. Haben wir mal 5. Ja. Und... Nochmal 10 davon. Ich meine, ne? Wir haben Mew damit gefangen, also... Was soll's. So, ich glaube, dann können wir auch ein bisschen Zeug verkaufen. Ewigstein zum Beispiel kannst du haben. Brauche ich nicht. Metallmantel. Man weiß es nicht. Ja, das kannst du auch haben. Eine Wechselhülle. Eine kannst du auf jeden Fall haben. So, dann. Haben wir einen Abisszahn, der uns so gar nichts bringt. Seidenschal. Ah, guck mal. Kannst du haben.
So, das war's. Mehr will ich von dir nicht. So. Mich wundert es übrigens, ich hab nicht mal Gegengift in so einem Kram gekauft. Irgendwie, das ist nie passiert. Ich verstehe das gar nicht. Was ist los mit mir? Also, Gegengift. 5 Stück. Ja. Paraheiler. 5 Stück. Ja. So. Also Hypertrank brauchen wir jetzt noch nicht. Also Supertrank ist aber schon nötig. Jo. Gut. Die Bank dankt. Also erstmal reichen. Ich meine, für einen Blattstein und so einen Käse müssen wir dann sowieso. Wobei. Achso, ja, eigentlich wollte ich dem Fahrrad, aber ist egal. Mit dem Blattstein ist halt so eine Sache, weil wir können nicht wirklich an dieser Prokur-Olympiade da teilnehmen, weil das mit der Maus nicht so optimal läuft, um da tatsächlich mal ein paar Punkte abzusahnen. Das heißt, wir müssen, können nur hoffen, dass wir den Stein irgendwie dann erwischen. Nee, da wollte ich überhaupt nicht hin. Ui. Okay, was ist es? Was ist es? Oh. Hallo, Electrify! Schön, dich mal wieder zu sehen. Du bist Level 12. Ich glaube, eine Kopfnuss würdest du vertragen. Ja, aber trägst auch 2. Ist ein starkes, starkes Ding. So, ich hau auch gleich einen Hyperball hinterher, mein Guter. Ich sagte einen Hyperball und dann machen wir das kurz. Ganz genau, Electrify, schön, dich wieder hier zu haben. Also du wirst nicht Electrify heißen, aber na, wer weiß, ich habe gelernt, Electrify, also Elektro, Electek ist ein irre geiles Pokémon. Irre, irre. Sein Körper entlädt sich ständig, kommt man ihm zu nah, stehen einem die Haare senkrecht vom Kopf ab. Ja. Ja, und diesmal heißt du Freitag. Willkommen in der Box. Tolles Backup. Ganz, ganz tolles Backup. Ja, ja, ist ja gut. Beruhig dich. Beruhige dich. So. Oh, es hätte auch ein Lapras werden können! Ich liebe Lapras. Gott, das ist so wunderschön. Ich komme darauf nicht klar. Ich komme darauf nicht klar. Guck es dir an, dieser Sprite. Okay, ruhig atmen. Irgendwann wird es möglich sein. Jetzt habe ich immer noch vergessen, was du bist. Ich glaube, du bist ein Wasser-Pokémon, also schicke ich meine Sonnenblume auf dich. Ich hetze sie auf dich, um genau zu sein. Jo. Ja. Gott, also hier ist echt. Ja, ja, Octillery, ich bleib dabei, weil wenn du irgendwie eine Hydropumpe hast, was du nicht hast, bist Level 12. Aber, ne? Man weiß ja nicht. Schön desaströs. Was willst du lernen? Kugelsaat. Anwende wirft zum. Ich mag Egelsamen eigentlich lieber. Kannst du ignorieren. Ja, ja, kannst du ignorieren. Oh, okay. So. Weiter geht's. Alter, macht so weiter und ich krieg hier gleich eine Shiny. Swap. Wir haben 2 Glückseier. 2. Das heißt, wir könnten langsam mal so richtig, richtig heftig anfangen zu trainieren. Dass irgendwer das permanent hat. Am besten alle. Also ich meine, sie brauchen jetzt quasi nicht mehr viel. Dass jeder das hat. Meine Güte, ey, habt ihr noch was anderes in diesem Busch? Octillery? Nein, Weberak. Naja, immerhin. Oh, ich guck mal keinen Millimeter weiter, ne?
Macht Waffe, du bist Kampf, ne? Ich hab. Nee, das macht das alles wenig Sinn. Aber ich gib mir mal. Doch, na, Volltreffer reicht natürlich dann schon. Guten Tag. Welche Art von Pokéball verwendest du? Tatsächlich den Pokéball. Ha, hauptsächlich. Du meine Güte. Was? Wieso soll... Wenn du fliegen kannst. Niemals tust du so, als ob du das könntest. Aber das Gute ist, dass du mir nicht viel tun kannst, was immer eine tolle Sache ist. Und ich bin Kopfnuss, kann ich trotz allem. Ich Kopfnussen. Ach komm schon, mach's nicht so spannend. Siehste, geschafft. Arctos? Da ist... Da solltest du weglaufen, bitte. Nur ein schöner Sound von Arctos. Tü-tü. Schmeichler. So. Doch mal gucken. Ja. Ein Sichler. Okay, ein Sichler. Ein Sichler. Ich weiß nicht, was das. Noah, jetzt hör mal auf. So, wir müssen wieder. Zurück ins Pokécenter. So. Judy, dann sind wir wieder ein bisschen weiter und ich glaube, in der nächsten Folge könnten wir uns schon mit der Arena anlegen. Glaube ich. Müsste ich nochmal gucken, welches Level Biancas Miltank theoretisch hätte. Dass wir uns da ein bisschen anpassen, aber ich hoffe mal, die sind da ungefähr. Wenn nicht, dann level ich vorher und dann machen wir das. Also, bis dahin. Ciao. I know it's my destiny.